heute einmal kurz gezeigt, kochen im Thermobehälter. Ich möchte eine kleine Tour machen und ein schnelles Mittagessen, ohne mir was kochen zu müssen, Kochgeschirr mitzunehmen und so. Ich habe hier so einen Espit-Thermobehälter, die gibt es aber auch von anderen Herstellern und Thermos und ähnliches. Wie man sieht, die habe ich schon reichlich benutzt. Die ist schon öfter in Benutzung gewesen. Als erstes mache ich immer mit warmem, heißem Wasser einmal ordentlich ausspülen. Und auffüllen, damit der Behälter sich vorwärmt. Dann kommt heißes Wasser erwärmen im Kocher. In der Zwischenzeit nehme ich mir eine kleine Knacker, eine kleine Wurst, schneide die in möglichst kleine, feine Streifen. Dann noch ein paar Buchstabennudeln, passend zu der Buchstabensuppe. Der Behälter, wenn er schön warm ist, das Wasser ausdrücken. Dann kommen ein paar von diesen Buchstabennudeln rein. Eine Fertigsuppe. Zack. Und zum Schluss die Wurststückchen, damit das möglichst heiße Wasser vom Kocher gleich auf die Wurst drauf macht, aufkommt. Und noch einmal mit heißem Wasser aufgefüllt. Ich mache es jetzt nicht ganz voll. Ordentlich umgerührt. Den Deckel drauf. Zack. Und abfahrbereit. Wir sehen uns später nochmal, wenn ich es esse.